Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die Steffi, die wollte ja häuslich werden oder die musste auch irgendwann mal häuslich werden. Heute wird sie ihr Hotel in Anspruch nehmen. Das ist noch in der Safe Zone bei A2 und das Ganze habe ich mit den Admins abgequatscht. Also besser gesagt, hat er mir geschrieben, der hat meine Folge geguckt, fand die Idee auch ganz gut. Und ja, da werden wir heute hinreisen und mal schauen, wie wir das da ausbauen. Und ja, die Hotelzimmer lassen wir natürlich frei und den Eingang. Und ich denke mal, die obere Etage claimt sich Steffi oder die ganz untere. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, welches Zimmer mir am besten gefällt. Und dann haben wir da auf jeden Fall schon mal Ausbaumöglichkeiten außenrum auch noch. Ne? Da kann man ja noch was basteln. Ich bin gespannt. Ich muss erstmal die Location sehen. Gut, ansonsten gibt es wieder ein gratis Fahrzeug für Steffi. Der ein oder andere wird das nicht gut finden, weil man sich keine Mühe gibt für ein Auto. Aber Steffi möchte ja gerne den SUV. Der heißt jetzt anders und ich vergesse immer, wie der heißt. Verdammt, der heißt ja nicht mehr SUV, ne? Und ja, es steht einer in den Admin-Handel Waffenbasis da bei der Sniper Range. Waffenbasis, Sniper Range, 1000 Namen. Nein, bei der Sniper Range, wo der Admin-Handel ist, da darf ich mir einen abholen. Da wurde einer hingestellt schon mal vor Ewigkeiten und der wird nicht benutzt. Und so hatte einen Sinn, hat er mir geschrieben. Das ist natürlich ein bisschen unfair, ich weiß. Aber bis ich jetzt ein Fahrzeug habe und wir jede Folge immer nur zu Fuß machen und ich 1000 Mal skippen muss und die ganzen Strecken da rennen, ist es natürlich schön, schon mal ein Auto zu haben. Da ich ja ein Gratis-Auto kriege, muss ich natürlich auch das Gute für die Spieler tun. Und dementsprechend, mein Hotel dementsprechend ja Luxusgüter anbieten, die ich dann finde. Ne? Also ich werde nichts verkaufen, was ich spawne. Vielleicht mal so ein kleines Geschenkkistchen irgendwo verstecken, dass die anderen Zwiffen noch nicht sehen. Und mal gucken, ne, wie das mit dem Hotel dann läuft. Auf jeden Fall werden wir einen Garten da anbauen und sowas so. Das wird aber alles ganz gemütlich in den nächsten Zeiten kommen. Außerdem, wer jetzt schimpft, dass ich ein Auto umsonst kriege, vor allen Dingen SUV, ich werde sowieso nicht lange damit Spaß haben. Ihr kennt mich ja. Ne? Nein, gut. Den SUV, den holen wir uns als erstes. Wir können uns sogar hin teleportieren tatsächlich. Das geht schnell. Genau, das wollte ich noch sagen. Der SUV, der ist nicht kaufbar. Das heißt, ich könnte lange, lange dafür sparen, aber ich kann mir den gar nicht kaufen, außer über den Admin-Handel. Ne? Also die Entwickler. Die Admins haben das so geregelt, dass der nicht im Handel zu kaufen ist, nur über Admins zu kaufen ist, weil sonst die großen Squads, das meine ich auch nicht böse, jedes große Squad wird das ja so machen, die ganzen großen Autos, das sind ja große Autos, für sich da safen und dann haben die paar großen Squads alle guten SUVs und keiner kann sich mehr eins besorgen. Deswegen nur über Admin-Handel, damit Einzelspieler die Chance haben und auch die Squads kriegen natürlich auch welche, wenn sie eins kaufen, aber halt limitiert. Gut, dann wollte ich nur sagen, die Militär- und Polizeizombies, sie verlieren ab und zu mal Waffen. Das wurde auch von den Admins so eingestellt. Auch eine schöne Sache. Die Horden, die sind so eingestellt auf dem Server, dass die etwas weiter weg von dem Spielecharakter spawnen. Sonst könnten die tatsächlich super nah spawnen und angeflitzt kommen. Oder brauchen gar nicht mehr Dollar anflitzen. Und das haben die Admins auch so eingeschaltet. Also alles cool gemacht von den Admins. Ich bin ziemlich begeistert und will euch gar nicht mehr so lange voll quatschen. Und gehe jetzt mal im Spiel. Es müsste so gegen Mittag sein. Habe ich gerade über den Bot geguckt. Da kann ich nochmal was umstellen. Wo sind denn die Bot-Befehle? Bot. Ja, ich gucke gerade auf meinen oberen Monitor. Ich habe zu viele Monitore. Die sind meistens auch aus, wenn ich nicht zocke oder streame oder Videos mache. Ja, Bot. Warum ist denn das alles wieder hell geworden? Mann, das wäre Romans. Achso, ich bin, glaube ich, bei den Admins. Müssen wir auf die Schlüssel gucken. Da. Gut. Da stehen wir jetzt hier, haben wir Pause gemacht. Ich gucke gleich nochmal. Blute natürlich nochmal ein Ründchen. Was haben wir denn in der Tasche? Ah, die Hunter. Wir müssen unbedingt einen Schrank bauen. Wir brauchen auch unbedingt Schlösser. A2, das könnte da, ist das gemeint? Also aus Bild hat er mir das geschickt hier. Ach, ich dachte, das wäre hier drin. Boah, da können wir da unten mal looten gehen. Heftig. Und hier haben wir dann auch was in der Nähe. Und wir sind auch gar nicht so weit weg von Timmy Town. Ab heute Morgen schon 1,5 Stunden. Gut. Okay, wartet mal. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Kann den Charakter noch benutzen. Immer noch voll. Überraschung.
nehme mal irgendwas mit. Was wir dann in den Schrank packen. Wir sind ja auch wieder voller Müll. Ne? Das habe ich ja wieder sehr talentvoll gemacht. Können wir ganz schnell in der Polizei reingucken. Eigentlich bräuchte ich die Schrotflinte gar nicht. Ne? In dem Spiel brauchst du keine Schrotflinte mehr, außer du hast die Horde angezogen. Oh, da kommt schon wieder ein Tatütata. Ja, der Typ, der selber Rettungswagen fährt, sagt dazu Tatütata. Weißer Pulli. Ich stehe auf die Klamotten. Und die Klamotten von den Polizisten und Soldaten könnt ihr auf 100% reparieren. Ne? Also das ist tatsächlich auch möglich. Ist die Tür offen? Die PVEler. Ach, guck mal, hier steht einer. Zwei sogar. Ich habe den jetzt noch gar nicht... Ich habe den nur auf Bilder gesehen bis jetzt. Ist er gammelig und der ist gut, ne? Als Admin kann ich es rausnehmen. Mache ich aber natürlich nicht, ne? Guck mal, was es im Supermarkt so gibt. Das ist geil. Das fehlte mir. Mandeln, Kacke. Kochen und so, das habe ich eigentlich ein bisschen was vor. Boah, ist das hier ein Durcheinander? Ein Ei müsste eigentlich ganz klein sein, ne? Ist es aber gar nicht. Aber die Sachen von den Polizisten und so auf 100% zu bekommen, ist schon geil, ne? Was sollte ich jetzt machen? Ich bin total dusselig. Da ist sogar eine Garage zu. Kenne ich ja gar nicht in Timmy Town. Die Apotheke. Man sollte auch gar nicht rennen hier so in der Ortschaft, ne? Das wurde mir als Tipp gegeben. Na komm, wir müssen großen. Man sollte eigentlich immer nur maximal... Oh, geil. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr. Also das ist ja unglaublich. Das ist so schwer, ist das? 450 Gramm müssen doch da reinpassen. Ach, hab... Ich hatte doch gar keins in der Tasche und da ist es so drin. Du Depp. Das ist schon mal gut. In Safezone brauchst du wirklich nur so ein billiges Gammelschloss. Da brauchst du gar nicht so ein fettes Schloss. Gut, dass wir in die Garage geschaut haben, ne? Gut, guck mal in der Polizei. Das Ganze aber mit einem Katana. Weil... Ich habe ja gestern gelernt, was passiert, wenn man ballert. Alter, ich mache die Folge an. Und durchgehend Rettungswagen und Polizei, ne? Also es ist echt Wahnsinn. Ist das eine sexy Jeans? Ach komm, scheiß auf die Klamotten jetzt erstmal. Wir müssen ja jetzt aber auch langsam hier fertig werden. Mitten in Häuschen meine ich natürlich. Ich will das Spiel ja nicht durchspielen. Steck mich mal. Muss mich ja nicht jeder sehen. So. Ich vermute, dass wir da nichts drin haben mehr. Ich renne schon wieder. Maximal joggen. Maximal joggen. Und kills nur mit Melee-Waffen oder die MP5 wurde mir empfohlen mit den Schalldämpfer. Weil diese Zombies auch um Hilfe rufen dann, ne? Und dann kommen die anderen alle. War jetzt kein Polizeizombie in dem Sinne, ne? Dann Polizeihemd. Ich glaube nicht, dass wir das auf 100% reparieren können. Will ich gar nicht, aber testweise. Nee. Also wir müssen mal so einen Gepanzerten erwischen. Da steht noch verschlossen. Das ist ja interessant. Da wollen wir doch mal in der Safe Zone Safe Sachen rausholen. Da. Wo landet ihr denn jetzt? Mann. Mein Kuddelmuddel. Ah, oh, Schuhe schleppe ich noch mit. Schön in der Ecke gestellt. Der Ingame-Sound ist kaum zu hören. Hier ist aber auch kaum Sound. Ne? Außer ich schlag oder spring oder sowas. Jetzt, wenn ich hier stehe, ist auch gar kein Ingame-Sound. Hat Shavum geschrieben, glaube ich. Shavum war das. Kann das sein? Ja, wo sind die jetzt gelandet, die Scheißdinger? Da ist einer. Das Problem ist ja... Guck mal, so ein Auto, der macht doch auch ordentlich Krach, oder? HSF, das ist sehr geil. HSF, ja, wo soll ich das hinschmeißen? Schitten. Aber wir haben noch HS9. Doch, HS9, HS9. HS9. Das kommt wieder weg. Nägel haue ich raus. Finden wir ja genug
Hemd, Mützen soll ich nicht sammeln, wo du sagst, lohnt sich nicht. Gebe ich dir absolut recht, der den Kommentar geschrieben hat. Ich habe natürlich den Namen nicht gemerkt. Aber wenn du gar nichts hast, hast du erstmal ein bisschen was, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So. Ich weiß nicht, ich brauche ein Magazin für die Waffe. Das wäre richtig geil. Dann hätten wir eine gute HZF-19 mit extrem viel Schuss auch, ne? Weil die hat ja so ein großes Magazin. So. Wer weiß es das? Oh, das habe ich auch noch nicht gefunden. Naja, ich bin immer noch so Türenzumacher, ne? Das müssen die eigentlich auf dem Boden liegen. Aber die kommen irgendwo in die Tasche. Wo? Das Katana ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. So. Aber ich hatte doch. Ach, ist egal. Das ist doof gemacht, so, ne? Ach, da sind sie alle. Jetzt sehe ich sie erstmal. Ja, ich bin doch nicht so lange wach. Ich habe ja schon einen Kaffee halb weg. So. Handwerk, das macht sie ja dann mit dem Auto bauen. Das finde ich ziemlich geil. Da kann ich dann mich zurücklehnen. Was hast du jetzt gemacht? Rausgenommen. Das geht auch. Aber woraus hast du die jetzt genommen? Das ist doch, ach, das sind doch fertige Dietrich. Ich bin doch blöd. So. Dusselkopf, ey. Ich gucke hier nur rein. Dann lege ich die Sachen auf den Boden. Bin halt neugierig. Wird ja auch ein HZF-19-Magazin drin sein. Oder ein Hunter-Magazin. Oder eine Waffenreparaturkiste. Die Naval Base, also unten der Hafen mit den U-Booten, der lohnt sich immer noch nicht zu looten, wurde mir gesagt. Weil ich dachte, sagt man, das kriege ich irgendwie nie auf. So. Das, vielleicht wird mir das auch nur gesagt, damit ich da bloß nicht hingehe und loote. Oh Mann, den will ich doch auch wieder haben. Ja, jetzt ist langsam Schicht im Schacht. Wenn wir eine Tech 9 rauslegen. Das ist nämlich geil, dann haben wir dafür schon mal eine. Dann haben wir dafür schon mal ein Magazin und Munition. Aber wie gesagt, Pistolen. Taugen nicht allzu viel, ne? Die hatte ich doch auch. Was ist mit der eigentlich passiert? Ach, die habe ich liegen lassen, ne? Immer dieses auf dem Boden liegen, ne? Das nervt auch. So. Alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Das war gerade noch in der Hand. So. Ich habe den Sound noch lauter gemacht, ne? Also so, dass er jetzt in-game ein bisschen lauter ist. Da muss man als Streamer oder YouTuber immer ein bisschen aufpassen, weil ja das einfach auch mich übertönen kann teilweise. Das wäre natürlich nicht mehr sinngebend, ne? Gut, dann haben wir mal hier ein bisschen rumgefuselt. Also oben könnte ich auch noch mal gucken. Polizeien sind einfach extrem geil zu looten. Relativ gefährlich. In der Regel ist hier auch ein Pieper drin. Hab ich jetzt Glück gehabt, wir brauchen aber noch mehr Schlösser. Das ist das Blöde. Nur ein Schloss reicht für das Hotel, das obere Zimmer bestimmt. Das Dach loote ich nie von den Polizisten da. Was lohnt sich das denn überhaupt? Das ist doch nur ein Müllklumpen am Rumliegen. Aber manchmal liegt da was los auf dem Dach so rum, ne? Eins, zwei. Jetzt habe ich es auf den Slot geworfen, wollte ich nicht. Handwerk. Dietrich, habe ich das gerade richtig gemacht? Kannst du es nicht? Hä? Jetzt geht's auf einmal nicht mehr, oder was? Ich habe doch gesehen, wie die da raus schon. Ich habe so meine Probleme heute mit den Dietrich, ne, wie man merkt. Guck mal. 10. 9. Also, die sind raus aus der Kiste? Da. Egal, Autocraft. Oh, ist das herrlich. Das sind die perfekten Kaffeemomente. So viele brauchte ich zwar nicht, aber das war meine Schuld. So, Inventar. Katana.
Weiß ich, habe Handschuhe an. Das erschwert das ein bisschen. Bin schlechter geworden, was Knacken betrifft, ne? Und das sind ja nur billige Dinger, ey. Stellt euch jetzt mal ein silbernes vor oder so. Toll, toll. Ja, so Magazine sind immer gut eigentlich, ne? Jetzt haben wir zwei Schrotflinten. Dann nehme ich die bessere natürlich mit. So. Habt ihr gesehen? Wer den Trick nicht kennt, also einfach auf der geriffelten Linie schieben, dann wird es automatisch dahin geschoben, wo Platz ist. So. Gut, gut, gut. Sie hat ein bisschen Durst. Das ist. Ja, wir warten mal. Wir haben ja getrunken, glaube ich. Nee, ist was runtergegangen. Dann hauen wir uns mal das Wasser rein. Wow, wo ist das? Alles trinken. Tausend Optionen. Kann ich währenddessen. Mal gucken, was ich da so offen habe. Mal auf den Bot gehen. Und mich teleportieren. Bot-Einstellung. Ach, das ist Discord. Wartet mal. Such gerade wieder mal. Kannst du mit euch zusammensuchen. Scam Server. Da sind irgendwo Schlüssel. Nee, Medaillen oder so. Das Hauptserver. Bot. Bot-Commands. Admin-Commands. Ich glaube, wir sind schon falsch. Scam Hardcore. Lässt sich öffnen, was ihr nicht sehen sollt. Bot Commands. Vielleicht solltet ihr die gar nicht sehen. Nein, ihr könnt ja da nicht reingehen zum Bot. Ah, ey, ich bin so schlecht im Discord, ne? Kennt ihr das? Na, Medaillen. Buttons, da sind sie. Befehle. Buttons. Registrierung, Teleporter, Bodenbank, Info, Registrierung. Da wollte ich ja gar nicht drauf. Uber. Uber war es, genau. Ich muss da noch ein bisschen mich rangewöhnen. Karl in Uber. Mach ich mal zu. Und zack. Kommt man tatsächlich dahin. Oh, ist nicht in der Safe Zone, ne? Gut. Das könnte ich auch nicht knacken. Admin-Handel. Hier sehen wir einen Carport. Ich denke mal. Da ist aber nichts drin. Weiß nicht, was ein Carport hier ist im Spiel. Dachte ich, dass er nicht da ist. Tja, oh. Mega scheiße. Habe ich natürlich nicht kontrolliert vorher. Oh, ein Buschmann. Ja, wir haben die Tasche. Wir haben die Tasche. Alles gut. Wenn ich nicht reparieren, muss ich in der Hand haben. Wartet mal. Oder habe ich gar keinen Schleifschirm mehr? So. Naja, wird wahrscheinlich nicht der Carport sein. Da ist er. Carport ist ja keine Garage in dem Sinne. Das ist der, den ich haben darf, denke ich mal. Da rein gehe ich jetzt nicht. Da sind Waffen. Und wenn ich ein Schloss jetzt rausmache. Ich darf als Admin natürlich ein Schloss entfernen. Das eine habe ich ja gefunden. Und das andere darf ich nicht behalten. Ich lasse das einfach mal eiskalt hier liegen. Guck mal, wie das in Schuss ist. Batterie wahrscheinlich leer, oder? Nö. Ein gelber SUV, da fällt es aber mit auf. Und eins soll noch im Auto sein. Zack. Wir müssen natürlich kein Schloss erschummeln. Achso, das muss in meiner Tasche sein. Macht ja auch Sinn, ne? Gut, habe ich das gesaved? Ist ein bisschen unfair, ich gebe zu. Aber für die Videos ist es besser, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Auto zu fahren, ne? Damit wir auch von A nach B ein bisschen schneller kommen in den Videos und so. Sonst ist das ein bisschen schade. Jetzt gucken wir uns da hinten nochmal um. Ich gehe mal ein bisschen langsamer, weil hier echt dicke Zombies rumlatschen können. Und ich möchte jetzt keine Militär-Zombie-Horde auslösen. Ich habe auch noch gar nicht Hu geschrieben. So. Dass das Spiel sehr leise ist, auch wenn ich es lauter gestellt habe. Oh, jetzt habe ich auch blau-weiß geschrieben. Dass das Spiel leise ist an sich selber, habe ich schon gesehen, weil immer die Ausschläge sehr, sehr wenig sind vom Spiel. In der Sound von OBS. Heute sind ja diese Bauernproteste, ne? Also hier in Dortmund ist noch ruhig. Was ist denn Berberitze? Ich sag nicht Ritze.
Wasser, Fette, Proteine, egal, essen. Ich glaube, der ist zu hoch zum runterjumpen, ne? Gut. Aber meine Hoffnung, tatsächlich mal einen anderen Rucksack zu finden, in einer anderen Farbe, schwindet nicht. Es wird zurückgemoint, ich sehe es. Pistolenholzer, Munition, die ich nicht will, und eine Grapefruit. Rein in die o Steffi? Ich will mal Olga sagen. 48 Ruhmpunkte. Naja, so ein Auto ist schon was Schönes. Aber man muss echt vorsichtig fahren und, ne? Es ist ja nicht mehr so, dass wir hier keine Schäden mehr haben an den Fahrzeugen. Ich renne schon wieder. Ich muss mir das abgewöhnen, ehrlich. Die Spielweise hat sich durch den Patch echt für extrem geändert. Oder muss man sich ändern? Carbon Hunter Magazin ist auf jeden Fall gekauft. Sonnenbrille interessiert nicht so. Alte Kekse, warum auch immer. Schicker Helm. Ich setze das mal auf. Also Schokolade wird doch nicht schlecht, oder? Irgendwie komisch. Ja, Schokolademädchen. Hast du so selten Schokolade gegessen, dass sie komisch schmeckt? Nein, Quatsch. SVD-Schalli. Reparieren? Der wird schon was wert haben. Warum sind hier so viele Helme? Ich hab ja jetzt Platz, den ich natürlich nicht nutze, weil ich so doof bin und das vergessen habe. Im Auto. Schade, ne? Hier könntest du ja so schön den Helm reinpacken. Aber die Jacke ist in der Fritten. Aber komplett. Ich werde sehr ordentlich diesmal sein. Also ich werde sehr ordentliche. Oh, meine Facecam ist auch super dunkel. Die Jacke ist grün. Also so dunkelgrün. So. Mach mal alles rein hier. So. Dann sind die erstmal frisch. So, ganz schön einen Haufen rein. Wenn ich die lose Munition rumfliegen. Ich schleppe auch viele Klamotten mit. Röcke und Hosen. Völlig sinnfrei. Schlimm, wenn die Flicken haben. Man weiß leider den Zustand so nicht, ne? Nee. Verschmutzung haben sie 0, die hat 11,8. Ich schleppe echt Scheiße mit mir mit, ne? Sorry, Rübser, warum kann ich den Helm nicht in die Hand nehmen? Das wird doch auch Sinn machen, oder? Ein Helm in der Hand. Ja, kriege ich nur einen Slot frei. Ja, also die Schlösser braucht man jetzt viele. Ärgerlich, kommen die Lumpen, lassen wir mal weg. Den muss ich nur irgendwo unterkriegen. Perfekt. Dann haben wir doch Platz für den Helm. So, Mann, ich wollte gar nicht fett looten. Weg hier, auf zum Auto. Dann haben wir eine ganz schöne Strecke. Boah, guck mal, das ist sogar ein Airdrop. Schaffe ich bestimmt zeitlich nicht mehr. Und danke an den lieben Admins für das Fahrzeug. Also auf jeden Fall. Wir fahren jetzt nur in Safe Zone. Kann eigentlich nichts passieren. Sprit ist voll. Gesundheit ist voll. Jetzt ärgere ich mich, dass ich die Reparaturkits verkauft habe. Verdammt. Ich fahre den das erste Mal seit wie vielen Monaten? Aber der Weg ist schon mal richtig. Und dann so eine kleine Schichtstraße nach links fahren. Alle haben dieselbe Hupe. Ist mir gerade die Frage so im Kopf, was passiert, wenn man aus der Safe Zone in die Nicht-Safe Zone schießt? Und umgekehrt. Ich muss nur geradeaus, bis ich da bin. Ich lass das mal im Video mit drin. SUV fahren, erste Mal.
Und gelbes Auto fällt natürlich übertrieben auf. Aber ein Auto fällt in der Regel ja immer auf. Weil wir halt laut sind beim Fahren. Hallo, Bewohner des Servers. Wirklich 8 Spieler online gewesen gerade. Also der Server ist sehr gut besucht. Also hier entsteht nie Langeweile, sagen wir mal so. Au. Ich habe Kaffee getrunken. Schon wieder eiskalt, mein Tass hat sich nicht verfärbt. Ich glaube, das ist doch richtig, ne? Wow. Au. War ein bisschen Lags drin, ne? So. Ja, Gold richtig. Der Airdrop interessiert mich natürlich jetzt massiv. Vom Spieler her brauche ich mir da keine Sorgen machen. Boah, man hört richtig den Wumms, den die Karre hat, ne? Also echt Wahnsinn. Da müssen wir gucken, ob wir uns da auch eine Landebahn basteln können oder eine Möglichkeit haben, da zu landen. Dann müssen wir uns auch wieder einen Flieger besorgen. Ich kann ja gar keinen Schaden nehmen. Doch, kann ich. Ich habe Schaden genommen. Käsefabrik. Gefragt wurde, ob Olga Medina auch wieder kommt. Ja, natürlich. Aua. Dieser kleine Zippel im Ernst, der wird auch abgebrochen. Im Real. Hey! Fängt das schon mal super an mit mir wieder? Aber es fährt ja, ne? Mir fehlt ein ganzes Rad. Hat einer ein Rad für mich? So, bin Quatschkopf, ne? Ich weiß. Aber ich habe heute richtig Bock auf Scam gehabt, ey. Ich bin aufgestanden, wollte sofort loslegen, aber ich bin ja dann noch nicht fit gewesen. Aber wir packen ein bisschen weiter weg. Machen die Tasche vorher ein bisschen leer. Aber man bremst gar nicht mehr, ey. Scheiße. Na, das war natürlich perfekt. Jetzt muss ich erstmal ein Rad finden, ey. Irre. Kann nicht viel passieren, außer Zombies. Ah, schon gutes Verkaufszeugs, ne? Bin echt gut. Ich sortiere jetzt mal nicht. Können wir gleich machen, in Panik. Wenn er anfängt zu piepen. Ist der Quiver so kaputt? Dann schmeiße ich den mal weg, der hat ja überhaupt gar keinen Sinn mehr. Was ich jetzt echt nicht brauche. Erstmal raussortieren. Aber ganz schnell, weil man hat ja auch ein bisschen Zeitdruck. So, so. Lass es einen guten Airdrop sein, ey. Dann freue ich mich auf jeden Fall wie ein kleines Kind. Boah, ey, ich habe schon Magazine gefunden, viele, ne? Geil. Das brauche ich. Nicht ein Rock. Warum habe ich einen Rock dabei? So. Wasserflasche leer. Kann man auch mal gebrauchen. So, egal. Keine Zeit. Ich habe da noch 9 Dietriche. Perfekt. Und Schraubendreher hat ja auch noch einige Einheiten. Haben wir einen echten großen gefunden. Auto steht. Ja, so nordöstlich. Darf ich nicht vergessen. Ist noch zu. Es stehen Zombies drumherum. Wo ist das Katana? Wo habe ich es verbummelt? Mach keinen Scheiß, Tim. Kann ich ballern? Ich habe einmal tschick gehört, einmal ganz leise gerade. Das habe ich gerade so im Ohr. Guck mal, wo ist denn die Lederjacke? Da. Das eine Tourniquet. Dann darf die jetzt hier verweilen. Und wir schwitzen vielleicht nicht mehr so. Ich glaube nicht, dass das ordentlicher Schutz ist. Ich hab's ja nicht hier reingelegt. Wo ist es? Wo habe ich es verbummelt? Ich habe doch gar nicht gecraftet oder irgendwas gemacht. Doch, die Dietriche. Nein. Das Gute. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Schalldämpfer. Ich habe einen Buschmann. Du darfst nicht ballern. Die rufen. Du ballerst einen an und dann fängt er an zu rufen, ja? Auch das Rennen ist keine gute Idee. Da sind 3 Stück. Kann man die vorsichtig ranziehen?
Auf 3 ist der Buschmann. Der Bogen wäre ne, der Bogen ist echt dein bester Freund, wurde mir geschrieben. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich versuche jetzt jeden Einzel zu ziehen. Ey, ich dachte, der wäre tot umgefallen. Aua, muss natürlich treffen, das war klar. Wir haben eine neue Physik. Der andere hat sich verdünnisiert. Boah, Alter, wie viel Kraft hat denn die Steffi? Wie krieg ich die weg? Und 2. Mal machen. Nur nicht ballern. Ja, warum gehen die nicht kaputt? Warum sind die Zombies, Mann? Das ist nur einer, ne? Ich muss das machen. Da kommt das hier rein. Ach, das ist so normaler, ne? Ich dachte, wir haben Militär. Aua! Ey, mitten im Schlag. Wenn ich ihn treffe, trifft er mich gleichzeitig. Wie schwachsinnig. Das ist ein Ausdauer, deswegen bin ich so doof gelatscht. Ach, guck mal, wir haben ja dicke Fett-Fett-Zeit. So, hoffentlich landen die jetzt nicht unterm Boden. Werden wir ja sehen. Ah, ne, die landen ja in der Tasche. So, dann geht das mittlerweile schneller, ne? So nach 8000 Patches. Zack. Nein. Oder den Kaffeemodus wählen. Ja. Ja, aber so eine Tür kriegen die Zombies doch nicht auf, ne? Ach, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ich muss mich langsam beeilen. Gott sei Dank sind hier billige Schlösser drin, ne? Es gibt, glaube ich, keinen Airdrop mit besseren Schlössern, oder? Aber vielen Dank für eure vielen guten Tipps, ey. Also, einer hat auch geschrieben, der findet das echt lustig, dass vor mir der neue, also dass andere vor mir schon wissen, was in der neuen Patch wirklich ist. Und es ist sehr interessant, wie ich die neuen Features hier so entdecke. Aber ich glaube, ich mache das ganz gut, bis auf der gestrigen Folge am Ende. Wo ich mit der Schrotflinte einfach mal gedacht habe, hau mal den Zombie weg. Was keine gute Idee war. Erstmal auf der Birne setzen. Das ist lecker. Haben besser als nicht haben. Was ist denn komisches Zeugs hier drin, ne? Welches ist denn das Post? Geil. Aber keine Waffe, ne? Oh, geil. Hand. Das muss im Auto unbedingt. Schwer ist das 3 Kilo. Ah, fuck. Wie groß ist denn das? Okay, 3,5 Blöcke. Reifentool wird mir nichts bringen. Ich habe keinen Reifen. Boah. Ei, der Witzker. Eigentlich ein guter Airdrop, ne? Blödsinnigerweise für eine Wahl. Die Waffe und Munition. Ich hab ihn gehört. Wo ist er? Ich muss jetzt Zombies da durchsuchen. Ich habe aber keine Lust. Da kommen nur noch mehr. Ich muss mit meiner Verletzung vorsichtig sein. Er hat Röpchen abkassiert. Geil! Und der war richtig wertvoll, ne? Ich renne immer so. Es fehlt nur noch sexy Outfits. Aber wir haben ein sexy Outfit tatsächlich schon da. Was sagt denn meine Verletzung? Sollte man vielleicht mal reingucken? Volle Blase. Okay, das ist jetzt nicht das große Hauptproblem. Aber wir sind noch in der Safe Zone, also alles gut. Wir werden uns oft außerhalb der Safe Zone bewegen. Ich hoffe, dass wir gleich da unten in der Ortschaft, da werde ich mal hinmarschieren, in der Garage einen Reifen finden. Sonst habe ich erstmal nichts von meinem Auto.
Oh, dicke, fette Weste, da ist schon wieder Chaos. Das kommt natürlich auch im Auto. Genauso wie das hier. Das braucht nicht in der Hosentasche sein. Das Hunter braucht eigentlich auch nicht in der Tasche sein, ne? In der Hand oder irgendwo anders. Eigentlich super geil zu verkaufen. Ich bin ja kein Walfan. Aber wenn ich jetzt nichts anderes habe, erstmal, ist das ja schon mal gut. So, kommt jetzt nicht so viel rum. Wo ist das Katana geblieben? Hab's doch. Ich hab's bestimmt beim Dietrich Craften irgendwo außer Hand geworfen. So typisch Timmy, ne? Also, wir müssen Richtung Westen. Das ist natürlich Wasser. Ich bremse. Ah, ich habe ja nur ein Rad, stimmt ja. Vorne. Ja, leidet auch sehr die Geschwindigkeit runter. Ich verstehe das gar nicht. Da hat auch einer einen gelben. Gibt es hier nur einen gelben oder was? Guck mal, eine Seite ist dreckig, eine nicht. Also das ist sehr raffiniert. Ist ja auch modular. Den können wir auch rein technisch komplett aufrüsten noch. Oder ganz zerlegen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist die Maximalgeschwindigkeit. Ist vielleicht besser für mich, oder? Dann bleiben wir bei einem Rad. So, fahre ich denn richtig? Ja. Wir müssen jetzt gleich auf die Ortschaft kommen. Ich habe heute Morgen schon noch im Bett onaniert. Ich meine, TikTok geguckt. Nein, war ein Scherz. TikTok geguckt. Und da haben ganz viele Livestreams von Bauernprotesten schon gesehen. Wo die Leute dann streamen. Warum auch immer. Jeder ist ja jetzt super TikTok-Star. Da sieht man, wie sie auf der Autobahn stehen und nicht weiterkommen. Ich finde das ein bisschen bescheuert, weil warum muss der Bürger jetzt leiden, ne? Das finde ich ein bisschen doof. Das ist auf jeden Fall ein Hotel. Da ist ein Hotel. Jetzt müssen wir uns mal aussuchen, welches. Ah, hier ist ja immer blöd mit Anpflanzen. Aber das hat letztes Mal ganz gut geklappt. Muss immer noch Pipi, ne? Ach, mach einfach hier. So. Ist nur erschöpft, aber die sind gleich fertig. Stabilisierung. Müssen wir dann schon HP kriegen? Nee, in erst wenn sie grün werden, ne? Ja, jetzt. Dann passiert da eigentlich nichts mehr. Ach, krass, wie schnell die K.O. ist, ne? Gut, ja, das ist kein Hotel. Also Ortschaft meine ich eigentlich die hier unten, ne? Mit den Garagen. Dann haben wir da. Ich will aber natürlich eins haben mit am Rand hier. Das sieht schöner aus. Hier war auch schon einer looten. Ganz mutig am Rand. Hat auch zwei Eingänge hier unten, ne? Zeig mal. Da geht's dann hoch. Die untere Etage ist natürlich heftig, ne? Mit Schlafzimmer. Ich glaube, ich werde mir die hier schnappen. Sogar mit eigenem Bad und Badewanne. Können wir immer Medikamente looten, wenn wir welche kriegen. Leider viele Türen. Brauchen wir einige Schlösser. Also sind ja insgesamt drei Türen. Die hier. Warum hat denn ein Haus so viele Ein- und Ausgänge? Das ist Blödsinn. Und das ist dann der obere Bereich. Die Türen bleiben offen. Baue ich aber ein bisschen mit aus. Und Schränke. Also Schränke rein in dem Sinne. Dann kannst du ja hier schon. Geht gar nicht. Warum kann ich hier nicht den Kühlschrank benutzen und mein Inventar? Man nur noch so reinlegen? Was ist das denn? Da müssen wir noch Generatoren hinstellen, damit die auch immer laufen.
Ja, die Wohnung ist auch schon schön. Da hätte ich aber auch nur ein Schloss zu nöten. Problem ist immer, bis nach oben zu rennen. Ich bin ja eine faule Sau. Nach ganz oben. Dann bleibt unten für die Besucher. Also hier ist ja genauso groß. Ne? Als Weihnachtskugel und blöder Lumpen. Fernseher, ne? Kannst du schön Fernsehen gucken. Hier haben wir auch einen Herd, ne? Das ist auch geil. Brauchst du schon mal keinen bauen. Hotpants. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich immer vorlese, was ich finde. Da wär's weg. Nächste Verbummlung. Wie sieht das denn aus, was wir da anhaben? Das sah ja so irgendwie komisch aus. Uah. Na gut, die Weste ist da drüber. Keine Ahnung. Das sieht super kurz aus. Classic Shirt, ne? Gut, ich glaube, ich nehme die obere Etage. Das macht die Sache am einfachsten jetzt im Augenblick. Und ich muss nicht so viel rätseln. Hoffentlich tut nur unten keiner ein Schloss reinmachen. Problem, wenn er mich ärgern will, ne, wenn mich jetzt einer ärgern will oder unten ein Schloss reinmacht, muss ich da nichts knacken, ne, da ich ja Admin mit bin. Aber hier kommt jetzt schon keiner rein. Schon jetzt unmöglich hier reinzukommen. Ich brauche nicht mal die Fenster sichern. Eigentlich eine geile Idee, oder? Jetzt fehlt halt nur noch das Fähnchen. Kann ich hier oben drin eigentlich eine Fahne bauen? Dass du bauen darfst, so was ich gar nicht weiß. So. Aber die muss doch nicht voll sein, die Dose, oder? Ist egal. Ach komm, die Schalter vertaugen nicht die Bohne. So, Handwerk, Handwerk, Handwerk. Base Building, Fahne. Also im Haus geht schon mal nicht. Ist klar. Halt, nicht vergessen zuzumachen. Hier kommt eine Kiste hin für Spenden und was ich loswerden will. Hier kommt immer in der Küche Zutaten. Also hier wäre perfekt für eine Kiste, ne? Für die Besucher. Also viele Schrankmöglichkeiten und irgendwas halt, ne? Ich muss mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch feste Mieter oder sowas, die mir dann Scammy zahlen müssen. Könnt ihr euch ja entscheiden. Ja, dann können wir das so regeln. Scammys sind immer gut. Echtes Geld geht bei mir ja nicht. Erst in 3 Jahre wieder. So, nicht mal mehr ganz. Ist schon geil. Also ich glaube, das wird richtig hübsch. Na, hier der untere Mieter, der hat halt Probleme mit seiner Tür. Gut, ich kann also einen Mieter nehmen. Jetzt muss ich mal gucken wegen der Fahne. Das war ja auch der Sinn und Zweck von mir. Also ich darf eine bauen, das ist schon mal gut. Frage nur, wo genau? Ach, guck mal, hier haben wir so richtig schöne Ecke. Was haben wir denn noch angebaut hier? Den Markt. So geil. Denn weggelootet hier alles. Den könnten wir doch auch noch nutzen, irgendwie für die Interaktion mit anderen Menschen, ne? Also ich könnte den dann immer füllen, aber mit Kisten da drauflegen macht ja nicht wenig, macht ja wenig Sinn. Also so eine Kiste geht natürlich nicht da rein. Oh, das ist ja richtig cool. Ah. Also was hinlegen bringt nichts, wenn der Server noch schaltet, sind die Sachen weg, ne? Oder nach einer gewissen Zeit. Okidoki, das ist schon mal richtig cool. Ich freue mich. Besser als gedacht. Also das Hotel will ich haben. Ich will eine ganz kleine Ecke für die Fahne. Jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten, leider. Ach so, die Fahne muss erst gebaut werden. Okay, wir brauchen wieder so ein Scheißzeug hier, ne? Boah, diese Weihnachtskugeln. Patch hier raus. Warte mal. 50% ist zu schlecht. Auch das Zeug ist hier nicht.
Ich darf nicht wirklich rennen, ne? Immer einen Plan B haben, wurde mir gesagt. Guck mal hier, das können wir uns auf den Buckel werfen, oder? Dann haben wir schon mal sowas wie ein Bett. Brauche ich? Brauche ich nicht. Ach, diese Zange, ne? So. Da ist auch genug Platz für ein Beet, weil ich ja das äußere Hotel genommen habe. Schnupfen. Ist ja echt kalt draußen geworden, ey. Wurde aber auch Zeit, ne, dass so ein bisschen Winter kommt. So. War einfach warm teilweise. Verschlossen hier wohnt. Aber guck mal, wir haben schon einen Nachbar. Da ist das Safe Zone, ist es ja egal, ne? Ist das gut? Ich nehme mal alle mit. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Vergessen. Das ist immer gut zu verkaufen. Den habe ich schon. Wartet mal. Was mache ich denn hier? Ich wegwerfen. Reflexartig. Montag, Montag. Ja, euch nochmal einen schönen Start in der neuen Woche. Reifen. Erstmal zum Feldchen rennen. Warum vertue ich mich immer von mit der und der Stadt? Das ist blöd. Da wollte ich eigentlich looten gehen. Da werde ich nicht das finden, was ich brauche. Da sind nicht keine Garagen. Da ist nur ein Mech. Den kann ich immer schön beobachten von hier. Gefährliche Brotmesser. Oh, schöne Dietriche. Das Brotmesser sieht immer auf der ersten Sekunde wie ein Katana aus, ne? Oh Mann, ich habe das Katana verbummelt. Ich könnte mich schon wieder selber in den Fresser hauen, ey, vor Wut. Eine Angelrute, davon habe ich jetzt schon genug. Was steht denn hier so krumm? Scheiße. Wir brauchen eine Garage, obwohl man braucht eigentlich keine. Natürlich spitze. Guck mal, wie wir angezogen sind. Wir haben 8000 Sachen an. Irgendwas zu zerfetzen. Wir haben viel zu zerfetzen. Zwei Tönnigis habe ich noch. Verschmutzung? Oh ja, deswegen sind die so dreckig. So, jetzt natürlich dieser blöde Werkzeugkiste, ne? Das nervt mich jetzt schon wieder. Habe ich noch Bolzen und Nagel? Eine Nagel habe ich verwendet, ne? Nö, doch zwei Stück. Brauche aber einen doofen Nagel. Gaggenstände. Ja, bauen ist halt so eine Sache. Ich werde noch ein bisschen mehr ausbauen. Aber erstmal so, dass die safe ist, die Geschichte mit der Fahne. Aber das neue Crafting-Menü gefällt mir ungemein, muss ich sagen. Perfekt. Es bleibt sogar einer übrig. Sehr geil. Mann, was läuft meine Nase auf einmal? Letztens. Hä? Kannst du schon bauen? Hab ich Seil? Ach ja, klar. Der nimmt auch die Schnüre, ne? Eigentlich haben wir jetzt eine Bude, ne? Also da kann nichts mehr passieren, in dem Sinne.
Eigentlich haben wir jetzt eine Bude, die ist ja abgeschlossen, aber die Tür unten ist halt doof, ne? Die ist immer offen. Aber es macht ja nichts. Ist ja im Endeffekt auch nur eine Etage, die mir gehört. Aber wie gesagt, das bauen wir in den Verlauf des nächsten Episoden aus. Müssen wir da hin. Habe ich das Auto schon durchsucht, ne? Ich sah keinen Nagel drin, das wäre natürlich schön gewesen. Oh, das ist eigentlich ganz geil, ne? Für den Garten. Also das ist das Hotel. Und hier ist eigentlich schön Platz für ein kleines Beet. Nicht zu groß, macht zu viel Arbeit. Du hast die Zone verlassen. Ach du Scheiße, ist das knapp dran? Ich ärgere mich gerade, ich brauche noch Nagel. Ich bin doof. Das war gar nicht der Plan. Warum renne ich denn mit den doofen Dingen hier rum? Ich brauche ja nur ein Brett gleich. Ich renn mal, ich bin mal so mutig. Bis hier ist die Baugrenze. Finde ich ein bisschen zu groß. Ich hätte gerne nur so ein Haus. Ne? Ich muss ja nicht gleich so ein ganzes Areal haben. Warum hat denn der jetzt keine Werkstatt angeschlossen daran? Da hat er doch eine. War er aber schon drin. Schon alles durchsucht. Naja, Auto steht da, ist abgeschlossen. Ist ein richtig kleiner Urlaubsort hier, ne? Da müssen wir mal rüber rennen. Was schleppe ich denn alles für ein Blödsinn mit jetzt gerade? Ich muss ja nicht vergessen, dass ich das alles verliere, wenn ich sterbe. Ganzen Onkel Pong-Reis mitschleppen, das macht natürlich Sinn. Werkzeugkiste wollte ich bauen, ne? Aber vielleicht finden wir da ja was. Wir sind dann nicht in Safe Zone, okay. So, ich mache mal eine kurze Erholungspause. So, ich bin schon mal hingelaufen. In der Pause. Und es ist nicht mehr safe. Krass, da wohnen wir jetzt, ey. Ist aber auch noch relativ gut. Da kannst du hier unten schön looten gehen und hier oben schön looten gehen. Ne? Vor allem, wenn du mobil bist. Ich habe es ja natürlich jetzt gerade beendet, das Mobilsein. Ich muss erstmal ein Rad wieder finden. Was denn? Zwiebeln. Nimm mal Zwiebeln mit. Ja, ich brauche einen Bogen. Also eigentlich geht kein Weg daran vorbei, dass ich einen Bogen brauche. Ne? Sag mal ehrlich. Teile kann ich noch normal im Rucksack lagern. Ich kann ja nicht schießen. Was bringe ich? Boah, MP5, da brauchst du auch wieder 1 Million Schuss, ne? C0. Muss ich erstmal an den Sektor hier gewöhnen. Boah, wenn man hier erschossen wird, ist das richtig mies, ne? Ich brauche schon wieder ein Seil. Ich kann die ganze Zeit eins bauen, ne? Das hier. Aber ich weiß nicht, ob die reicht. Das müsste ja schon alles sein für das Flitzebügelchen. So. Ich darf sogar schon einen krassen 35er bauen. Schöpft die gerade? Also, ah ja, die schwitzt. Ja, wir haben echt zu viel an, ne? So hohe Socken, eine Yoga-Leggings ist noch unten drunter an. Die Weste, das ist natürlich alles hart. Ja, dann sehe ich auch noch, ne? Ja. Brauchen wir einen? Boah, du kleine Busch. Hier steht auch schon immer alles. Du brauchst gar nicht mehr im Menü gucken. Ah, super cool gemacht, also. Das Spiel hat sich wirklich zum sehr krassen, geilen Spiel entwickelt. Also, es war ja immer schon gut für mich. Also, ich fand Scum immer toll. Von der ersten Version an. Hat mich natürlich hier und da mal geärgert, logisch. Ah, jetzt können wir Autocraft machen, eine Pfeile, wie cool. Ups, rübst. Und dann stehst du einfach da. Schon viele so, ne?
Aber man kriegt überhaupt keine Ruhmpunkte beim Craften. Ja, vielleicht ist der Skill zu hoch. Für so ein billiges Material, ne? Ja, hier. Bauen ist, glaube ich, immer gut für Skillung. So, dann können wir die jetzt wegputzen. Nägel. Ich wollte eigentlich nur für Nägel gehen. Wir sind jetzt schon bei 55 Minuten, ey. Scheiße. Tomaten? Eine Laterne. So, mal mit einer blöden Laterne, ehrlich. Das ist ein dicker? Oh, das ist das. Dann können wir direkt mal was testen. Ich hoffe, 7 Einheiten reichen. Ich kann besser aus der Ego-Perspektive ballern. Super Schuss, Tim. Was? Alter. Da haben die Admins hier wirklich was reingehauen. Ich bin mutig einfach. Ah, der hat leider nichts verloren. Ey, wo sind die Pfeile alle hin? Wie wieder? Alle Pfeile verschluckt. Also nicht. Ich trete die nicht deswegen. Ich wollte ihn jetzt umdrehen. Garage. Ah, ne, ist schon. Ich werde kein Rad finden. Noch zu sind, ist gut. Naja, bringt mir jetzt nicht. Ist dieselbe Hose. Hier ist nichts drin, ne? So. Ist die blödeste Ecke jetzt eigentlich zum Bluten. Immerhin habe ich einen Ranger. Ranger heißt der jetzt. Okay. Noch eine Lampe. WW. Leica-Lampe haben wir. Aber das sind alles gute Sachen zu verkaufen. Zwar ein Minimalgeld, ne? Ach, Bolzen, 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 ey. Ich brauche ja nur einen Nagel. Mehr brauche ich ja nicht. Einen lächerlichen Nagel. Oder eine Nadel? Nein. Erdplatte brauche ich nicht. Das hat sogar eine Polizei hier. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es überhaupt darf. Nein. 7 von 9. Was ist denn für ein schöner Baum? Ein doofer Nagel. Ne? Also das ist immer eine Sache, die fehlt. Und die sucht man und sucht man und sucht man. Ne? Ein Nagel? Also ein Item, was überall rumfliegt. Dadurch sollte ich eigentlich nicht rennen. Da ist der Nagel. Perfekt. Dann haben wir Bolzennägel. Brauchen wir hier den Apfelbaum weg oder was das ist? Machen die ganze Zeit Ruhmpunkte, ne? Wir kriegen die ganze Zeit schöne Ruhmpunkte. Scheiße. Den Minien wir mal weg hier. Komm her, Baby. Zweiter Versuch. Nur keine Horde auslösen. Mittlerweile weiß ich, wie hart das ist. Hat ja nur eine Folge gedauert. Holzkeule. Handwerk. Wo ist denn das Ding jetzt wieder? Ich muss das immer suchen.
Und finstern. Ich bin einfach ein Blindfisch. So, was fehlt denn? Metallschrotteimer. Ach, Blödsinn, ey. Ich klicke doch doppelt drauf. Was ist denn los? Könnte sein, dass wir gerade vom Server geflogen sind. Obwohl, ich komme ja an den Loot ran. Hä? Hallo? Na gut, dann stimmt irgendwas mit den kaputten Auto. Damit stimmt definitiv was nicht, aber... aber so? Hier liegen Bretter, hallo? Keule? Muss ich die jetzt equippen auf einmal oder was? Alles da. Ich darf nicht craften. Ich glaube, das wird ein Relock. Ah, ich bin hier im Nichts. Ah, doch, ich bin im Spiel. Gut, weiter geht's. Weiß ja nicht, warum so eine Fehler manchmal passieren. Draußen ist ganz schön laut bei mir. Sind das vielleicht schon Traktoren? Aber hier ist immer laut. Die würden ja hupen und so ein Blödsinn. Deswegen haben wir früh die Folge machen wollen auch. So, hallo Baum. Handwerk. Müsste ja eigentlich, ja, jetzt darf ich es bauen. Für einen kleinen Relock kann man das noch, mit einem kleinen Relock kann man das noch verschmerzen, ne? Wofür wollte ich das nochmal haben? Achso, ja klar, die Fahne, ne? Ich werde zurücklatschen, obwohl wir waren noch nicht in der Garage da hinten. Das kann dann weg. Der ist hier drin, oder? Kein, ich sehe kein Rad. Egal. Ja, der ist da drin, aber das heißt ja noch lange nichts. Hä? Ach, der will um den. Oh. Fallen anders um, ne? Jetzt laufe ich auch außen rum. Also ich bin auch so schlau wie ein Zombie. Toll. Oh, wir sind schon bei über einer Stunde. Sorry, Leute. Aber am Anfang zieht sich das natürlich immer ein bisschen. Jetzt weg hier. Wir haben alles, was wir wollen. Die Kiste ist in der Tasche. Polizei wurde eh gelootet, habe ich schon gesehen. Tür war offen. Durch so eine kleine Ortschaft rennen ist nie schlau, glaube ich, ne? In der jetzigen Version. Hä? So, kann ich denn... Oh, ein Repair-Set machen? Der Zombie hat aufgegeben. Nein. Ich würde aber gerne einen Test machen, ja? Warum sind denn so dunkel immer die Sachen? Das schnalle ich nicht. Hä? War gar nicht der Plan. Wo habe ich denn das Seil? Eins von eins. Ich habe das halt noch nie eingesteckt. Egal. Na, Feuer, Seil haben sie natürlich nicht drin. Ich mache es jetzt aber mal. Ach so, egal, welche Schnur, oder? Das muss jetzt frei werden. Zählt nicht. Shit. Na logisch, ist ja auch kein Faden, ne? Also es geht wirklich nur Faden. Ich wollte mal gucken, ob wir die auf wirklich auf 100% kriegen. Ne? So eine taktische Armeehose wäre natürlich jetzt echt geil. Aber mit Flicken, ne? Sonst kriegst du die nicht. Gut, können wir später ja mal testen. Ist jetzt ja auch nicht so dringlich. Gut, ich mache kurz Pause, renne nach Hause, damit die Folge nicht ganz so lange wird.
So. Da steht mein Dreirad. Und da ist mein Heim. Wunderschön. Ja, jetzt komplett ausgelutscht. Arme Ding. So, damit ist es geclaimed. Boah, es kostet viele Einheiten. Also wir könnten aber noch ein paar Waffen zerlegen und zusammensetzen. Ich habe noch zu tun. Aber wir brauchen Handwerk. Quatsch. Basebuilding. Da. Kleinen Schutz dafür. Habe ich nur einen kleinen? Süßen Schutz. Kacke, jetzt habe ich die Axt wieder weggeworfen, ne? Oh. Ich habe auch noch keine Axt gefunden, muss ich zugeben. Was die am Platz verschwendet hier drinnen, ne? Aber momentan ist ja nicht so wichtig. Hab's gewusst. Das war der ein Busch, den ich schon weg hab. So. Angelschnur nimmt er nicht, ne? Dann können wir die auch wegpacken. Oh, der Buschmann, er macht richtig viele Stöcker. Voll cool. Meine Beine. Warum kann ich das schon bauen? Da fehlt doch mir fehlt doch jetzt Seil, oder? Da steht Seil. Improvisierte Seil 6 von 6. Ich hab's doch nicht. Oder mach die erste Seil. Oder ist Blau nur Zusatz? Wie soll es uns festgehen? Nö, hat's so einfach so gemacht. Erstaunlich. Also hier sind wir da safe, ne? Hier kann wieder nichts passieren. Boah, ist das aber echt knapp dran, ne? Aber wir haben einen schönen nahen Händler, da müssen wir halt immer bei die Brücke. Oder wir besorgen uns noch ein Brötchen, das wäre natürlich cool. Einmal hier hin zum Händler und zurück. Muss ich die Atmos fragen, was mir ein Brot schenken? Nein, Quatsch, das will ich mir schon selber besorgen. Nein, Quatsch. Nichts mit den Bauernprotesten zu tun hier. Hier ist am laufenden Band. Was los? Manchmal fahre ich sogar hier vorbei und mache den Krach. Wenn ich Fahrer bin, was aber sehr selten. Die Baumkrone muss ich mir auch noch mitnehmen. X. Leg dich mal hin. Boah, ist die Hose ranzig. Aber die hat so schön viele Slots, die Bauarbeiterhose. Oder die Firefighter Pants. Ist ein bisschen schlechter sogar. Aber da uns warm ist, werfen wir die mal weg. Find schon eine neue. Ich hoffe, dass sie ihn ja nie haben. Junge, Steffis Knackfinger angucken. Ein bisschen Arbeit muss sein. Da muss ich leider mal ein bisschen überziehen, damit das auch fertig ist. Ne? Kannst natürlich auch offscreen bauen, aber das finde ich langweilig. Kann ich hüpfen. So, dann hole ich die Krone. Dann müssen wir noch die Seite zumachen, logischerweise. Und in der Selbstung kannst du ja eh nicht kaputt machen. Ich weiß noch nicht, ob man die Fahne übernehmen kann. Ich glaube, ja, das hatten wir ja schon mal. Was mache ich denn da? Blödsinn. So, wenn du quatschen tust die ganze Zeit, ne, dann vertut man sich immer so. Verliert Katanas. Und. Im Real Life verbummel ich gar nichts. Da bin ich total akkurat. Da könnt ihr mir glauben, ehrlich. Ich lüge da auch nicht.
Das Spiel ist ja jetzt ja. Man muss jetzt leise sein, ne? Das ist ja schon eine coole Sache und macht auch Sinn, ne? Dass Zombies natürlich irgendwie geweckt werden in den Ecken und Kanten und wir wissen nicht was. 3 Stück. Oh, geizig. Die spawnen wahrscheinlich woanders und ich sehe sie noch nicht. Aber die Schalldämpfer, die gehen ja alle super schnell kaputt, ne? Das ist ja auch ein Problem. Weil dieser blöde Steinaxt macht natürlich so Pillepalle nur, ne? Aber vielleicht reicht das ja hier. Man braucht für so eine Wand so viel Material. Ich habe schon ein bisschen Darm liegen, ja. Ja, guck mal. Ach, das ist gut. One on number one. Ja, da kommt keiner durch. Hey, die steht doch nur. Warum ist sie immer noch erschöpft? Oh, der Buschmann, der hat ganz schön gelitten. Fünf. Jetzt will der 5 Bretter haben. Boah. So anstrengend ist das doch gar nicht. Hunger. Scheiße. Die hat ordentlich Kohldampf. Oh, guck mal, wir haben eine MAE und trinken ohne Ende. Und ich lasse sie da verhungern und verdursten. Heldenhaft wieder. Da, guck mal, habe ich ja schon mal geholt. War auch gar nicht so falsch dann. Aber gibt leider nur 4 Stück. Oh. Mich immer ärgern, ne? So. Liegen die Dinger da. Holzbretter zerteilen. Wir reparieren noch ein paar Waffen. Die liegen ja alle im Auto. Die Garage. Guck mal, da an der Hauskante an der Bauen. Mache ich aber nächste Mal. Das brauche ich nicht mehr. Muss ich gleich wieder neu bauen. Aber nimm die mal mit. Also hier kannst du super geil eine Garage bauen, glaube ich, ne? Bevor ich eine claim, kann ich auch eine bauen. Man kann das Auto auch einfach stehen, dass man da findet, selbst wenn man ja keine Autos knacken. So, das ist zu. Kann man natürlich von oben da reingucken kommen, ne? Das ist klar. Aber man, ja, mit dem Auto und so. Hm. War jetzt vielleicht doch nicht die schlauste Idee. So, safe. Gut. Oh, K.O., K.O., K.O. Zeig mal. Wir haben eine Tech 9. Die ist gut. Wir haben eine, die ist nicht gut. ASF 9, 19. Zerlegen. Hat hier viel mehr Pistolen? Die haben wir, die benutzen wir aktuell. Okay. Knack, knack, knuck, knack, knick. 100%. Machen wir die hier. Was hat die? 100%. Alles zu laute Teile hier, ne? Scheiße. Das ist die falsche. Alles verschiedene Waffen. Hey, ich hatte doch 1000 Stück gefühlt. Benutzt. Die hatte auch Magazin drin. Kann auch hier drin bleiben erstmal. Und die hier? Ich habe schon zum Chaos wieder.
Zerlege einfach alles kalt. Repariere die und dann Teile natürlich in der Tasche stecken. Und die Weste lasse ich dann auch mal Weste sein. So. Schön. Das macht Timmy fast sogar glücklich. Gut. Hose brauche ich jetzt nicht anziehen, ne? Mal eine an. Die mehr Slots haben als so eine Leggings. Und die haben allgemein Slots, ne? Ach, darf ja nicht leer. Oh, hübsch, hübsch. Das Auto ist zu. Ja, es fehlt ein Rad, ne? Packen wir mal im Haus ein. Und dann gehen wir in der Runde pennen. Wird eh dunkel gerade. Und dann müssen wir uns ein Rad besorgen. Blödsinn, ey. Hab das Auto 3 Minuten und fahr erstmal ein Rad ab. So. Abgeschlossen. Ist das schief am Stehen? Da siehst du mal, wie groß die Räder sind. Und dann darf ich mit diesem Rad dann 8 Stunden irgendwo hinterherlaufen, ne? Ah, ärgerlich. Gut. Dann ab in eine Pofe mit ihr. Ah, warte mal, wir müssen mal gucken. Ist das mein Hotel? Das hier? Ja, ne? Ja, ich wohne erst seit ein paar Stunden. Esse und trinke was. Das ist mein Zimmerchen. Da ist das Schloss drin. Hinten ist das Bett. Oh, wir haben kein Bett hier drin. Das ist aber nicht schlimm, weil wir die Matratze haben. Dieses Isomatten-Ding. Essen? Yam, 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 yam. Oh. Also ihr seht das immer nie, ne? Da. So, lass ich sie verhungern. Und eine Dose Orange. Orange-Limo. Aber ich will eine Sprite. Eine Spritte. Ja, erfolgreich einen Katana verbummelt habe ich auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal toll. Tasche ist natürlich jetzt voll. Vielleicht sortiere ich nachher nochmal eine Runde. Pausieren. Sieht gemütlich aus. Nicht. Gesundheit. Da. Erholte sich aber auf jeden Fall. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.